Möchtest du wissen, wie du die Umsatzsteuervoranmeldung in Elster Online selbst abgeben kannst? Ja? Dann ist das Video genau das Richtige für dich, denn in diesem Video gehen wir das Ganze einfach mal Schritt für Schritt gemeinsam durch und ich zeige dir, wie es genau funktioniert. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und wenn du umsatzsteuerpflichtige Umsätze ausführst, das heißt, wenn du selbstständig bist und umsatzsteuerpflichtige Umsätze hast, dann musst du in der Regel auch eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Es gibt ein paar Ausnahmen, Kleinunternehmerregelungen oder wenn du Umsätze machst, die steuerfrei sind oder wenn deine Umsätze so niedrig sind, dass du unter 1.000 Euro Umsatzsteuer im letzten Jahr gezahlt hast, dann reicht es aus, wenn du einmal im Jahr eine Umsatzsteuererklärung machst. Wenn du aber über 1.000 Euro Umsatzsteuerzahlung im letzten Jahr warst, dann musst du entweder quartalsweise oder monatlich eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Und das kannst du in verschiedenen Softwarelösungen machen, das heißt in den Buchhaltungsprogrammen und so weiter. Wenn du das nicht hast und es einfach direkt machen willst, dann würde ich dir immer Elster Online empfehlen. Und wie das genau funktioniert, das schauen wir uns jetzt im Folgenden genauer an. Wichtiger Punkt an dieser Stelle, wenn du noch gar nicht weißt, was eigentlich eine Umsatzsteuervoranmeldung ist und ob du sie abgeben musst, dann solltest du dir unbedingt das Video anschauen, was ich dir hier oben rechts einmal verlinke. Denn da gehe ich nochmal ganz genau darauf ein, was ist das eigentlich und wann musst du das machen und musst es überhaupt machen. Wenn du aber dir sicher bist, dass du es machen musst, dann bleib dran, denn ich nehme dich jetzt einmal mit auf meinen Bildschirm und dann schauen wir uns das Schritt für Schritt an. Um mit der Umsatzsteuervoranmeldung anzufangen, da starten wir erstmal mit der Startseite. Das heißt, so sieht es aus. Wenn du das gar nicht kennst und gar keinen Zugriff hast auf Elster Online, dann solltest du dir als erstes einen Zugriff besorgen. Das ist nicht ganz so einfach, weil die Authentifizierung ist ein bisschen komplexer, weil hier geht es wirklich um sehr sensible Daten. Und aus dem Grund habe ich auch schon mal ein separates Tutorial aufgenommen, wie du dich bei Elster Online überhaupt erstmal registrieren kannst. Dieses Video verlinke ich dir einfach mal oben rechts im Bild. Deswegen schau dir das als erstes an, wenn du hierauf keinen Zugriff hast. Was an Elster Online relativ praktisch ist, ist, dass man hier ganz am Anfang diese Kacheln sieht und man da schon die Funktionen hat, die man als letztes benutzt hat. Man sieht neues Formular, Umsatzsteuervoranmeldung. Ich könnte jetzt direkt von der Startseite einfach loslegen mit meiner Umsatzsteuervoranmeldung. Da das bei euch aber unter Umständen so nicht sein muss, gehen wir einfach mal den Weg, der auf jeden Fall für euch alle funktionieren wird. Und dieser Weg geht über das linke Menü, und zwar einmal auf Formulare und Leistungen. Und dann klicke ich auf Alle Formulare. Und dann bekomme ich eine Liste mit Überschriften, also die Überschriften, man kann das alles einzeln ausklappen, mit all den Dingen, die ich in Elster Online machen kann. Das heißt, alle Formulare, die man irgendwie über Elster Online absenden kann, die finde ich hier. Du wirst nicht so richtig überrascht sein, wenn ich dir jetzt sage, die Umsatzsteuervoranmeldung hat was mit der Umsatzsteuer zu tun. Deswegen klicken wir auf Umsatzsteuer, sehen auch direkt die Umsatzsteuervoranmeldung und können gleich weitermachen. Im nächsten Schritt müssen wir uns entscheiden, für welches Jahr wollen wir denn die Voranmeldung machen. Das sollte keine so richtig komplizierte Frage sein. Wir wählen das aktuelle Jahr. Jetzt ist gerade 2022 und ich klicke auf Weiter. Und im nächsten Schritt sehe ich eine ganze Liste mit früheren Umsatzsteuervoranmeldungen, die ich abgeschickt habe. Und das ist eigentlich relativ smart, denn ich kann hier rechts einfach auf Übernehmen klicken und eine frühere Umsatzsteuervoranmeldung einfach kopieren. Und das spart in der Regel relativ viel Zeit, weil es gibt so ein paar Dinge, die ich in der Umsatzsteuervoranmeldung angeben muss, die ja immer gleich sind. Mein Name wird sich nicht so häufig ändern, meine Adresse auch nicht, meine Steuernummer auch nicht und so weiter. Ich kann hier einfach auf Übernehmen klicken, dann habe ich diese ganzen Daten, die sowieso gleich sind zum Vormonat oder Vorquartal, schon übernommen und muss nur noch die Zahlen ändern, die sich halt geändert haben. Wenn ich sage, das will ich nicht, ich mag die Herausforderung, dann kann ich auch ganz runterscrollen und ohne Datenübernahme fortfahren und dann fängst du eigentlich an mit einem leeren Formular. Geht genauso. Ich bin aber faul oder pragmatisch, je nachdem, wie man die Perspektive einnimmt und klicke auf Übernehmen, um den Vormonat zu übernehmen. Im nächsten Schritt übernimmt er quasi die Daten und ich kann hier draufklicken und sagen, mit der Datenübernahme beginnen. Und dann gehen wir mal das Formular durch, vielleicht erstmal generell zum Aufbau. Das ist eigentlich aufgebaut wie jedes andere Formular in Elster Online auch. Das heißt, wenn du es schon irgendwie mal gemacht hast, dann sollte dir das bekannt vorkommen. Ich habe oben einfach drei Reiter und zwar erstmal den Schritt der Dateneingabe. Das heißt, das mache ich jetzt gleich als erstes. Ich gebe erstmal meine Daten ein, die Daten des Unternehmens und so weiter. Dann gibt es nochmal so einen Prüfmechanismus. Das heißt, ich kann jetzt nochmal die Daten prüfen. Das System prüft auch, ob ich irgendwie Unsinn eingegeben habe. Zum Beispiel meine Umsatzsteueridentifikationsnummer als meine Steuernummer ausgegeben habe. Also
Elster Online prüft, ob das eigentlich so plausibel ist, was ich da gemacht habe. Und wenn das passt, dann komme ich zum nächsten Schritt und bin dann bei Versenden. Und da habe ich dann nochmal eine Übersicht über alle Informationen, die ich eingetragen habe und kann das Ganze dann ans Finanzamt übermitteln. Wenn ich dann zum Beispiel beim Überprüfen merke, da ist noch ein Fehler, dann kann ich auch jederzeit im Reiter wieder zurückgehen. Was ebenfalls interessant ist, das versteckt sich leider immer so ein bisschen, ist auf der linken Seite dieser runde Button. Das ist quasi so die Menüstruktur des Formulars. Früher hat man das Ganze ja in Papier ausgefüllt und hier sieht man auch die Menüstruktur. Es gibt erstmal die Startseite des Formulars, dann Angabe zum Unternehmen, Mitwirkung, Beratung, Lieferung, sonstige Leistung und so weiter. Man hat insgesamt 11 Punkte bei der Umsatzsteuervoranmeldung, die man irgendwie berücksichtigen kann. Und ich kann, um schnell da zu navigieren, muss ich nicht immer vor und zurück gehen, sondern kann hier das auch direkt auswählen. Aber das blende ich ein bisschen aus, weil jetzt gerade brauche ich es nicht. Fangen wir jetzt erstmal an mit der Startseite des Formulars. Und hier geben wir erstmal das Jahr ein und dann den Zeitraum. Ich mache jetzt die Voranmeldung für Januar. Im nächsten Schritt kann ich noch sagen, ob es eine berichtigte Anmeldung ist. Das ist immer dann wichtig, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Belege vergessen habe, verloren habe. Oder wenn ich merke, falsch gebucht, auch doof, dann kann ich die Voranmeldung immer noch mal korrigieren. Und damit das Finanzamt weiß, dass es bewusst ein zweites Mal oder ein drittes Mal abgeschickt worden ist und nicht aus Versehen, kann ich hier immer anklicken, berichtigte Anmeldung. Das ist dann immer wichtig, damit das Finanzamt wirklich weiß, okay, das ist eine Korrektur für das, was vorher schon eingegangen ist. Wenn du es vorher noch nicht abgeschickt hast, dann musst du hier natürlich nicht auf berichtigte Anmeldung klicken, denn es ist überhaupt das erste Mal eine Einreichung. Es kann manchmal sein, dass man extra Belege einreichen muss oder soll. Und da könnte ich jetzt hier noch einen Haken machen. Ehrlicherweise würde ich das von dir aus nur in absoluten Ausnahmefällen machen. Ein Ausnahmefall wäre beispielsweise, du hast sonst gar nicht so viel Umsatz. Beispielsweise 5.000 Euro Umsatz im Monat, du hast immer einen ungefähr konstanten Umsatzsteuerbetrag, den du bekommst. Und jetzt kaufst du dir aber ein Auto für 100.000 Euro. Und auf diese 100.000 Euro waren ja nochmal 19% Umsatzsteuer. Und du möchtest statt jetzt 500 Euro oder 1.000 Euro Umsatzsteuer zu zahlen, auf einmal 20.000 Euro vom Finanzamt erstattet bekommen. Da wird das Finanzamt natürlich Rückfragen stellen. Wenn du es aber eilig hast, die Kohle zu bekommen, solltest du vielleicht gerade bei so richtig großen Rechnungen, also wirklich solche Beispiele, die komplett deinen üblichen Rahmen sprengen, kannst du hier direkt schon mal sagen, ich reiche den Beleg schon mal ein, weil das Finanzamt wird sowieso fragen, dann könntest du das machen. Wenn alles so ist wie immer, würde ich darauf verzichten, würde keine separaten Belege einreichen. Das Finanzamt will sie nicht haben und braucht sie auch nicht. Aber bei so großen, wirklich außergewöhnlichen Rechnungen kannst du eigentlich davon ausgehen, wenn du sie nicht von vornherein einreichst, wird das Finanzamt nachfragen. Wenn du das Geld aber sehr, sehr schnell brauchst, solltest du sie lieber sofort einreichen, dann kann das Finanzamt das auch schneller bearbeiten. Dann gibt es Datenübernahme aus deinem Profil. Das heißt, bei deinem Profil bei Elster Online, da ist ja der Name, Adresse, Steuernummer und so weiter angegeben. Das wird dann auch hier einfach übernommen. Du kannst jetzt aber auch beispielsweise, wenn du den Account nutzt, gemeinsam mit deinem Ehepartner, kannst du zum Beispiel auch aus einem anderen Profil übernehmen. Aber hier geht es im nächsten Schritt erstmal um die Steuernummer. Das heißt, einmal das Land Brandenburg ist jetzt richtig, dann deine Steuernummer, dann siehst du schon dein zugehöriges Finanzamt. Das sollte da auch stimmen. Woher weiß Elster Online das? Weil in deiner Steuernummer eine Nummer des Finanzamtes da ist. Deswegen weiß das Finanzamt jetzt, okay, Königs Wusterhausen ist wohl das zuständige Finanzamt. Und damit ist es quasi auch der erste Schritt schon getan und ich kann auf nächste Seite gehen. Auf der nächsten Seite musst du Angaben zu deinem Unternehmen machen. Das ist ehrlicherweise keine Raketenwissenschaft, da kann ich dir auch nicht viel besonders weiterhelfen. Da musst du nämlich den Namen, Vorname, Adresse, Ort, Postleitzahl und so weiter angeben. Das wirst du besser wissen als ich und das, glaube ich, kriegst du auch ohne meine Unterstützung hin. Im nächsten Schritt geht es um die Mitwirkung und Beratung. Da geht es immer um den Steuerberater, der dich vielleicht vertritt. Und es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Erstens, du machst es selbst, dann hast du in der Regel eigentlich keinen Steuerberater und lässt hier alles leer. Zweitens, du hast einen Steuerberater, dann bist du nicht die Person, die das hier ausfüllt, sondern wir machen es für dich oder irgendeinen anderen Steuerberater. Ehrlicherweise, wir machen das in der Regel nicht über Elster Online, von daher werden wir das auch nicht hier in dieses Interface eingeben. Aber hier trägst du in der Regel deinen Steuerberater ein, damit das, wenn das Finanzamt Rückfragen hat, sich das Finanzamt direkt beim Steuerberater meldet. Deswegen, in dem Fall kann ich mir nur wenige Situationen vorstellen, wo du hier tatsächlich was einträgst. Ansonsten lässt du es einfach leer. Der nächste Schritt ist aber der deutlich interessantere. Und das sind die Lieferungen oder sonstigen Leistungen. Sonstige Leistung kann man umgangssprachlich so ein bisschen übersetzen mit Dienstleistung. Das heißt, entweder hast du eine Lieferung, das ist Verkauf von Waren, oder eine Dienstleistung gemacht, die trägst du hier ein. Zum Beispiel steuerpflichtige Umsätze zu einem Steuersatz von 19%. Das sind ganz normale Umsätze. Die rechnest du alle zusammen fürs Quartal oder Monat und trägst hier den Umsatz ein. Ich habe hier jetzt einfach mal gesagt, ich habe 50.000 Euro Umsatz gemacht und man muss auf der linken Seite immer die Messungsgrundlage eintragen und auf der rechten Seite berechnet sich die Steuer. Sorgt natürlich für eine relativ hohe Steuer, 9.500 Euro. Und dann gibt es natürlich noch den
Steuersatz von 7% und eventuell andere Steuersätze, wenn ihr irgendwie Umsätze habt mit 7% oder andere. Ich möchte jetzt nicht das Video noch länger machen, indem ich euch erkläre, welche anderen Steuersätze es in Deutschland auch noch geben kann. Dann tragt ihr das hier jeweils ein. Trifft bei mir nicht zu, deswegen lasse ich es leer. Was aber interessant ist, sind die steuerfreien Umsätze. Und zwar einmal mit Vorsteuerabzug und wenn wir runtergehen, einmal die ohne Vorsteuerabzug. Grundsätzlich ist es ja so, wenn du eine steuerfreie Leistung gemacht hast, das heißt, du hast eine Rechnung geschrieben und du musst darauf keine Umsatzsteuer ausweisen, dann hast du im Gegenzug auch keine Möglichkeit, die Umsatzsteuer, die dir in Rechnung gestellt würde, steuerlich geltend zu machen. Das heißt, du rechnest einfach nur mit den Bruttobeträgen. Es gibt aber einige Leistungen, wo du eine steuerfreie Leistung hast und trotzdem einen Vorsteuerabzug hast. Und zwar zum Beispiel innergemeinschaftliche Lieferungen, also Export in ein anderes EU-Land. Wenn du irgendwas verkaufst, in Deutschland eingekauft hast, hast du einen Vorsteuerabzug und kannst es dann exportieren nach Österreich und hast trotzdem einen Vorsteuerabzug. Und dann gibt es auch noch ein paar weitere. Das alles bezieht sich auf § 4 Umsatzsteuergesetz. Ehrlicherweise, dazu kann ich eine Stunde Webinar, zwei Stunden Webinar machen zu steuerfreien Umsätzen. Ich verlinke euch einfach mal den § 4 unten in der Videobeschreibung. Du kannst natürlich auch einen Kommentar unter diesem Video schreiben, was ihr macht und dann könnten wir darüber nochmal diskutieren, ob das vielleicht einen Vorsteuerabzug hat oder nicht. Aber hier trägst du alles ein, was den Vorsteuerabzug hat. Die allermeisten Umsätze müssen aber hier unten eingetragen werden, und zwar die steuerfreien Umsätze ohne Vorsteuerabzug. Das sind zum Beispiel Leistungen von Versicherungsvermittlern, beispielsweise Arztleistungen. Meine Mutter ist Hebamme, ist auch umsatzsteuerbefreit. Vermietung von privatem Wohnraum ist umsatzsteuerbefreit. Und bei all diesen Umsätzen weist du zwar keine Umsatzsteuer aus, hast aber im Gegenzug halt auch keine Möglichkeit, die dir in Rechnung gestellte Umsatzsteuer, also die Vorsteuer, geltend zu machen. Und diese Umsätze musst du trotzdem einmal ans Finanzamt melden, und zwar hier. Im nächsten Schritt kommen wir zu dem Bereich innergemeinschaftliche Erwerbe. Auch das dürfte ehrlicherweise nicht bei ganz vielen von euch wirklich zutreffen. Grundsätzlich ist es in der EU aber so geregelt, dass wenn du als Unternehmen etwas kaufst von einem Unternehmen aus einem anderen EU-Land, also beispielsweise Dänemark, dann musst du ja keinen Zoll zahlen, also innerhalb der EU gibt es keine Zölle. Allerdings musst du als Leistungsempfänger dich um die Versteuerung, also die Versteuerung in Deutschland, kümmern. Deswegen musst du es natürlich angeben. Hier gibt es ein paar Möglichkeiten, steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe. Das sind ehrlicherweise Fälle, die sind mir in meinem ganzen Leben noch nicht vorgekommen, so Anlage Gold zu kaufen und diese bestimmten Gegenstände und so weiter. Wenn das auf dich zutrifft, dann wirst du es wahrscheinlich sowieso wissen. Schreib aber unbedingt einen Kommentar, ich möchte dich kennenlernen. Ich habe das persönlich in meinem Berufsleben noch nicht gehabt. Was natürlich ein paar Mal häufiger ist, sind steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zu den, ich würde mal sagen, normalen Steuersätzen, also 19,7% oder anderen Steuersätzen. Die kannst du jeweils hier eintragen, damit das auch richtig steuerlich erfasst ist. Im nächsten Schritt kommen wir zu einem Bereich, der dieses Video komplett sprengen würde, wenn ich das auch noch hier erkläre, und zwar zum Thema Reverse-Charge-Verfahren. Reverse-Charge-Verfahren, ganz knapp, sagt, dass der Leistungsempfänger einer sonstigen Leistung für die Versteuerung zuständig ist. Wenn du eine Beratung ausführst für ein Unternehmen in Österreich, dann schreibst du eine Nettorechnung und dein Kunde muss in Österreich die Versteuerung vornehmen. Das gilt natürlich auch andersrum. Wenn du beraten wirst von einem Unternehmen aus Österreich, von mir aus auch Dänemark oder Frankreich oder Spanien oder irgendein EU-Land halt, dann musst du in Deutschland die Versteuerung vornehmen. Du musst die Steuer darauf zahlen, was dir in Rechnung gestellt wurde, und kannst diese Steuer aber auch gleichzeitig geltend machen. Das ist finanziell überhaupt gar kein Problem, weil du einfach einmal Plus und einmal Minus rechnest und am Ende zahlst du nichts mehr. Um das ganze Prinzip besser zu verstehen, da habe ich schon mal ein vertiefendes Video dazu aufgenommen, wo ich genau das erkläre, warum das eigentlich so ist und warum das, auch wenn es vielleicht ein bisschen verwirrend ist, eine gar nicht so doofe Lösung ist. Das erkläre ich dir alles in dem Video, was ich dir hier oben rechts einmal verlinke. Also wenn das ganze Thema zu verwirrend für dich ist, dann schau unbedingt bei diesem Video vorbei, da erkläre ich das wirklich Schritt für Schritt, wie das genau ist. Und wenn du das dann gesehen hast, dann weißt du auch, wo du das hier eintragen kannst und warum das notwendig ist. Im nächsten Schritt kommen wir zu den ergänzenden Angaben zu Umsatz. Also das meiste davon ist vollkommen irrelevant, zum Beispiel die Lieferung des ersten Abnehmers bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften. Dreiecksgeschäfte, also Lieferung, ist Warenhandel und dann gibt es manchmal so Dreiecksgeschäfte. Super komplexes Thema. Wenn du damit zu tun hast, dann solltest du dich sowieso intensiver damit beschäftigen und ehrlicherweise kann ich dir auch empfehlen, dass du deinen Steuerberater zu Rate ziehst. Was aber tatsächlich für einige von euch interessant sein kann, ist der Bereich nicht steuerbare Leistungen gemäß § 18b Satz 1 Nummer 2 Umsatzsteuergesetz und übrige nicht steuerbare Umsätze, wo der Leistungs
Zahlungsort nicht im Inland ist. Das sind quasi die Reverse-Charge-Umsätze, die du jemandem in Rechnung gestellt hast. Wenn du jetzt eine Beratungsleistung, bleiben wir beim Beispiel, an ein österreichisches Unternehmen ausgeführt hast und du sitzt in Deutschland, dann ist der Ort der Leistung nämlich nicht in Deutschland, sondern in Österreich, weil bei B2B-Umsätzen der Ort, also umsatzsteuerliche Ort der Leistung, immer da ist, wo der Kunde sitzt. Hier müsstest du das jetzt eintragen. Ist für deine Umsatzsteuerzahllast vollkommen irrelevant, aber wenn du jetzt zum Beispiel 10.000 Euro Rechnung gestellt hast für ein Unternehmen in einem anderen EU-Land und eine Beratungsleistung gemacht hast, dann müsstest du das tatsächlich hier eintragen, dass du diesen Umsatz gemacht hast. Wie gesagt, auf deine Umsatzsteuer hat das keine Auswirkung. Anmelden müsstest du es trotzdem einmal. Und dann kommen wir zu dem spaßigen Schritt. Und der spaßige Schritt sind die Steuern, die du dir wiederholen kannst. All diese Steuern, die dir in Rechnung gestellt werden, die kannst du ja reduzieren. Das heißt sogar, wenn du mehr Vorsteuer hast, also dir mehr Umsatzsteuer in Rechnung gestellt wurde, als du in Rechnung gestellt hast, kriegst du das Geld sogar wieder. Und das musst du hier eintragen. Das wichtigste Feld hier ist da das Feld Nummer 55. Und da musst du alles kombiniert, was dir so in Rechnung gestellt wurde, einmal auflisten. Das ist ein bisschen verwirrend. Ich weiß auch ehrlicherweise nicht so genau, warum das so ist. Weil bei den Umsätzen musstest du ja die Bemessungsgrundlage angeben. Das heißt, deinen Umsatz. Hier musst du den Steuerbetrag angeben. Bitte da keinen Fehler machen, sonst ist die Berechnung sehr schnell falsch. Das heißt, du musst alle Umsatzsteuerbeträge, die dir irgendwie in Rechnung gestellt wurde, von deinem Vermieter, von dem Menschen, der dir das Equipment verkauft hat, von Hotels, von Hotelfahrten, von was auch immer du als Betriebsausgabe haben kannst, die Umsatzsteuerbeträge, die rechnest du alle zusammen und trägst sie hier ein. Du trägst auf dieser Seite aber auch alle anderen Umsatzsteuerbeträge ein, die du irgendwie geltend machen kannst. Zum Beispiel hier die Vorsteuerbeträge aus innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen. Das ist genau der Gegenstück zu dem, worüber wir vorhin schon gesprochen haben. Oder die entstandene Einfuhrumsatzsteuer, das ist quasi die Umsatzsteuer aus Importen aus dem Ausland. Oder aber auch, und das könnte auch für einige von euch relevant sein, die Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b Umsatzsteuergesetz. 13b ist immer das Buzzword für Reverse Charge. Das ist der Umsatzsteuerbetrag, den du vorher schon eingetragen hast. Wenn du zum Beispiel eine Beratungsleistung erhalten hast für 10.000 Euro, dann musst du ja einmal 1.900 Euro abführen, kannst diese 1.900 Euro aber auch wieder geltend machen. Und dieses geltend machen, das machst du auf diesem Feld. Übrigens beschwert sich Elster auch sofort, wenn du auf der einen Seite Umsatzsteuer einträgst und auf der anderen Seite nicht die Vorsteuer oder nur die Vorsteuer und die Umsatzsteuer nicht. Elster guckt darauf, dass das in sich schlüssig ist, aber das ist das wichtige Feld. Da trägst du das ein, was du gegenrechnen kannst. Und dann gibt es natürlich noch ein paar mehr Möglichkeiten, aber das sind so die wichtigsten. Wir gehen damit auf die nächste Seite. Und dann gibt es noch so ein paar andere Steuerbeträge. Ehrlicherweise, das dürfte für euch nicht besonders relevant sein, deswegen überspringe ich das hier einfach einmal und wir kommen nämlich zu der Umsatzsteuervorauszahlung. Überschuss, das heißt ein Überblick über die Berechnung. Wir haben jetzt mit den Angaben, die wir gemacht haben, und zwar kommen wir im ersten Schritt die steuerpflichtigen Umsätze in Summe. Ich hatte da ja angegeben, dass ich 50.000 Euro Umsatz gemacht habe zum Steuersatz von 19%. Ergibt dann 9.500 Euro Steuern. Sonst habe ich nichts weiter, deswegen ist die Aufsummierung der Umsatzsteuer 9.500 Euro. Und davon kann ich jetzt die Vorsteuerbeträge abziehen. Und zwar in Summe, hatte ich auch angegeben, 4.000 Euro, führt bei mir zu einem verbleibenden Betrag von 5.500 Euro Steuern, die ich abführen muss für die Umsatzsteuer für diesen Monat. Unten gibt es ja noch die Möglichkeit, ein bisschen was zu verrechnen und anzupassen und so weiter. Das bezieht sich dann auf Sondervorauszahlungen, die eventuell verrechnet werden soll und so weiter. Trifft jetzt auf mich nicht zu. Deswegen sehe ich hier unten einmal, okay, das ist der Betrag, den ich bezahlen muss und kann damit auf die nächste Seite gehen. Auch hier gibt es nochmal eine Angabe, die wahrscheinlich auf 99% von euch nicht zutreffen. Deswegen überspringe ich auch diesen Schritt einmal. Und der letzte Schritt, das heißt der 11. Schritt, das sind die sonstigen Angaben, der könnte tatsächlich für einige von euch nochmal interessant sein. Und zwar kann es ja durchaus sein, dass du jetzt eine Umsatzsteuererstattung bekommst, aber gleichzeitig für einen anderen Zeitraum eine Nachzahlung hast oder vielleicht auch für eine andere Steuerart, also Einkommensteuer nachzahlen musst, aber Umsatzsteuer bekommst, dann kannst du sagen, ich möchte bitte, dass das verrechnet wird. Um ehrlich zu sein, das Finanzamt verrechnet es meistens sowieso, egal ob ihr den Haken setzt oder nicht, aber hier kannst du auch nochmal aktiv sagen, du möchtest es bitte gerne. Und ansonsten empfehle ich auch immer, dass du deine Steuerzahlung mit dem Lastschriftverfahren einziehen lässt vom Finanzamt. Dadurch wahrst du nämlich immer automatisch alle Zahlungsfristen und das kann für dich nur günstig sein. Aber du hast natürlich auch jederzeit die Möglichkeit, das Ganze zu widerrufen und zwar mit einem einfachen Haken hier. Wenn du sagst, ich würde das auch ganz gerne machen, dass das Finanzamt einfach die Steuerbeträge einzieht, ich will das nicht immer separat überweisen, dann richte doch ein Lastschriftmandat ein. Wie das genau geht, dazu habe ich auch schon mal ein Video aufgenommen, das verlinke ich dir auch einfach mal oben rechts. Und dann gibt es hier noch weitere Angaben und so, das ist auch für die meisten von euch nicht relevant. Im nächsten Schritt kommen wir zum Prüfen. Wir sehen hier oben schon mal die Reiter, eingeben, prüfen. Jetzt sind wir beim Prüfen und die gute Nachricht zuerst, es gibt keine Fehler. Das heißt, ich kann die Umsatzsteuervoranmeldung, so wie sie jetzt gemacht ist,
könnte ich sie übermitteln. Es gibt aber einige Hinweise. Und die Hinweise ist ein bisschen blöd gelöst. Das ist der andere Menüpunkt hier auf der linken Seite. Diesen Menüpunkt kann ich einfach mal aufklappen und dann kann ich alle Punkte einfach lesen und gucken, ah, ist das ein guter Hinweis? Muss ich da vielleicht noch mal was ändern oder nicht? Und könnte jetzt hier oben auch wieder auf Eingeben gehen, um meine Zahlen zu ändern. Ich lese aber gerade alles durch und sage, nö, damit kann ich leben und gehe auf Weiter. Und dann bin ich quasi im letzten finalen Schritt. Ich sehe wirklich nochmal alles im Überblick, was habe ich da also alles eingetragen, kann das alles nochmal überprüfen. Und wenn ich damit fein bin, klicke ich hier auf Absenden und damit ist die Umsatzsteuervoranmeldung abgesendet und beim Finanzamt. Ich hoffe, dieses Video hat dir so ein bisschen Klarheit gegeben. Wenn du dir jetzt denkst, Umsatzsteuervoranmeldung, schön und gut, habe ich keine Lust drauf, will ich nicht machen, habe ich einen guten Tipp für dich, mach's halt einfach nicht, gib's einem Steuerberater, der hat Spaß dran, manchmal zumindest. Wir sind zum Beispiel ein Steuerberater, der dir das gerne abnehmen kann. Und zwar sind wir spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige. Und ja, natürlich machen wir laufend viele Umsatzsteuervoranmeldungen für alle unsere Mandanten. Und wir können in Zukunft auch deine machen, dann brauchst du Elster Online gar nicht. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir jetzt einmal hier. Deswegen schau gerne einmal vorbei. Schau aber auch unbedingt in unserer Online-Community vorbei. Was das ist, erkläre ich dir hier. Schau dir aber auch gerne unsere weiteren Elster-Tutorials an, zum Beispiel das hier. Ich würde dir allerdings, wenn ich's, oh Mann, ich nehme den Bildschirm überhaupt nicht auf. Okay. Schade.